Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zurück zur Straße Box von Alpagan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zurück zur Straße von Alpagan aus dem Jahr 2016. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box und auf dieser Box groß abgebildet ein kleiner Junge mit rissigem, kaputtem T-Shirt. Und dann haben wir hier eine Pistole auf uns gerichtet. Oben lesen wir Alpagan, zurück zur Straße. Und das Ganze sieht so etwas kaputt oder fleckig aus, aber das ist hier wirklich so ein Designelement. Also das wurde hier beim Artwork absichtlich so gemacht. Auf der unteren Seite haben wir glatt schwarz die Oberfläche, rechts ebenso, oben genauso. Und auf der linken Seite haben wir dann das Logo von Alpagan in so einem dunkelgrau. Auf der Rückseite lesen wir auch wieder Alpagan zurück zur Straße. Und dann haben wir hier eine Inhaltsangabe. Zurück zur Straße Premium Edition, zurück zur Straße T-Shirt, Alpagan Poster, Gianni Armee Mixtape und Alpagan Sticker. Hier unten haben wir noch die Credits, unter anderem Major Moves, dass er das Label über das Ganze erschienen ist und Alpagan regelmäßig released, und einen Barcode. Gut, wir haben eine Klappbox, bedeutet, wir machen das Ganze hier an der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich, einen kleinen Info-Einleger, das Bonus-Mixtape, ein Shirt und ein Poster. Die Box von innen glatt weiß. Klappen wir mal wieder zu. So, nach dem Album und dieses Bonus-Mixtape hier noch eingeschweißt sind, werden wir das Ganze mal kurz aus der Verpackung holen. Und was man gleich sieht, wir haben hier einmal so eine Lasche. Gut, die gerade abgerissen ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir kommen da ohne Messer aus. Allerdings hat diese Lasche wohl nicht ganz so ihren Zweck erfüllt, deswegen müssen wir hier doch mit dem Messer nachhelfen. So, und dann haben wir natürlich noch das Mixtape. Allerdings ist die Frage, ja, hier scheint so eine kleine Öffnung zu sein. Perfekt. Gerade bei diesen Pappcases, bei diesen Digisleeves, bin ich immer etwas vorsichtiger, das Ganze zu öffnen mit dem Messer, weil man hier schnell mal dann irgendwie einen fetten Kratzer oder einen Knick reinmacht, wenn man nicht aufpasst. So, aber jetzt. Und dann natürlich das Album an sich. So, wir starten mit dem Album an sich, was auf den ersten Blick auffällt, super Jewel Case, sehr schön. Auch hier wieder haben wir diesen Jungen mit dem kaputten Shirt mit der Waffe auf uns gerichtet. Und im Hintergrund haben wir hier hohe Gebäude, so eine Skyline, Wolkenkratzer und auch wieder Alpagan zurück zur Straße zu lesen. Und hier, was spielt sich hier ab? Hier haben wir Betonwände mit Stacheldraht darüber. Auf der linken Seite ist die Frage, ob das ein Obdachloser ist, der hier liegt, oder ob der eventuell erschossen wurde. Aber hier ein Typ mit einer Pistole. Sieht aus, als wäre ein Schalldämpfer in Verwendung. Und er zielt hier nach rechts. Und hier sehen wir zwei Personen, zwei Polizisten, die hier scheinbar einen schwarzen, also einen dunkelhäutigen Menschen gerade zusammentreten oder zusammenschlagen mit ihren Schlagstöcken. Spannende Szenen. Auf der Seite haben wir Albumtitel und Interpreten stehen, Alpagan zurück zur Straße. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 20 Stück an der Zahl und wir haben Features von Samra, M. Chahid, Anonym, Gent, Samra,
Sergen, Farid Bang, nochmal Samra, Cesur, CSI sagt nichts, Massiv, nochmals Gianni Armee, also die vier eben genannten. Okay, dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein und werfen einen Blick in das Booklet. So, wir haben hier einerseits Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Alpa und dann haben wir hier die diversen Tracks aufgelistet, inklusive Infos, wer da beteiligt war, wer gefeatured wurde, beziehungsweise wer produziert hat. Alpagan mit Shisha. Weitere Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Alpagan mit vier Assen und vier Königen. Beziehungsweise die vier Könige dürfte jemand anders halten. Er hat hier die vier Assen. Weitere Tracks. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits über die beteiligten Künstler und Features. Gut, das zum Abschluss. Die Album-CD in schwarz gehalten. Auch hier lesen wir wieder zurück zur Straße. Und das Ganze sieht dann so aus. Und auf der Rückseite haben wir dann noch eine zweite CD. Und zwar, wenn ich sie rausbekomme, so. Und diese beinhaltet die Instrumentals. Sauber. Dann haben wir dieses Bonus-Mixtape, das Gianni Armee-Tape. Hier oben haben wir einmal einen Verbraucherhinweis, harte Texte, Alpagan. Dann haben wir diese zwei Hundemarken, diese Dogtags. Auf der einen Seite sehen wir ein Mikrofon und auf der anderen Gianni Armee. Das sind ja diverse junge Künstler aus Alpagans Umfeld, die er gepusht hat. Also unter anderem haben wir hier das Intro von Alpa und dann Anonym, Samra, Gent, M. Chahid. Alle mit drauf. Der einzige, der jetzt glaube ich wirklich solo, so jetzt wirklich noch am Start ist oder bekannt ist, ist Samra, der ja aktuell bei Bushido unter Vertrag ist. Und ansonsten, ich glaube Anonym hat ein oder zwei EPs rausgehauen. Von den anderen muss ich jetzt ehrlich sagen, höre ich außer diesen Alpagan-Sachen eher weniger. Credits auch hier wieder drauf. Dann haben wir die CD. Sieht so aus, Alpagan Gianni Armee lesen wir hier. Das Ganze kommt in so einer Papphülle, in so einem Digisleeve. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Einleger zum Major Moves Shop, also Alpa bzw. Gianni Armee Merchandise und die Tourdaten zur Zurück zur Straße Tour 2016. Und bevor wir zum Shirt kommen, schauen wir uns natürlich noch das Poster an. So wie es sich anfühlt, dürfte das echt groß sein. Jawohl. Uiuiui. Das immer. Ah. Sowas hasse ich immer. Und zwar, ich hoffe, man kann das halbwegs sehen, war hier oben das Ganze zusammengeklebt. Also da dürfte die Farbe der Druck noch nicht ganz trocken gewesen sein, als man das Poster zusammengefalten hat. Und deswegen haben wir hier jetzt so eine kleine Risslinie drin. Okay, also wir haben hier Alpagan in schwarz-weiß abgebildet und er hockt hier vor einem Mercedes. Sieht für mich aus, als wäre das ein SLS AMG. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Alpagan zurück zur Straße, lesen wir hier rechts unten und das Ganze ist im Querformat und einseitig bedruckt. So, und als letzten Boxinhalt haben wir noch ein Shirt und auf diesem Shirt haben wir auch wieder den Jungen abgebildet, den wir schon vom Cover kennen, mit der Pistole in der Hand. Und was spannend ist, wir haben hier jetzt, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, oh ja, war vorher auch schon der Fall, aber hier kommt es farbig nochmal deutlich besser zur Geltung. Er hat hier so grüne Flecken auf seinem Shirt,
die auf diesem T-Shirt ordentlich oder stärker rüberkommen als auf dem Cover. Das Shirt ansonsten in schwarz gehalten. Riesenmotiv. Und dann haben wir es zu tun mit einem Kia Europe Superfit in der Größe L. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Ah, ja, steht hier, 100% Baumwolle. Und hier letzte Zeile, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt und dann hier ungefähr im unteren Brustbereich beginnt dann dieser Aufdruck, dieser Junge mit der Pistole in der Hand. Ich muss ehrlich sagen, ist jetzt nicht so ganz das Motiv, mit dem ich vielleicht rumlaufen würde, aber von dem Druck, von der Form an sich, von der Gestaltung bin ich echt, echt beeindruckt. Also der Druck wirkt hochwertig und man sieht hier echt jede einzelne Hautpore oder jedes Härchen, also rein vom Druck her, absolut gelungen. So, und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wir hatten ja ganz am Anfang einen Blick hier auf den Inhalt geworfen und zwar haben wir hier als letzten Punkt Alpagan Sticker vermerkt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe keinen Sticker in meiner Box vorfinden können. Ich hoffe, dass es bei meiner Box eine Ausnahme war. Wenn ihr die Box gekauft habt oder wenn ihr sie noch kaufen wollt, hoffe ich natürlich, dass bei euch der Sticker dabei ist. Würde mich echt interessieren, falls jemand den Sticker bei sich vorgefunden hat, gerne mal in die Kommentare schreiben oder eventuell mir ein Foto schicken. Würde mich interessieren, was das war. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieses Poster im Querformat einseitig bedruckt. Das Gianni Armee Mixtape im Pappschuber, in der Papphülle, im Digisleeve. Und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case, inklusive Instrumental CD. Das alles in dieser wunderbaren Box, zurück zur Straße von Alpagan. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alpagan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.